Ayubuan an alle! Heute bereiten wir den beliebtesten Snack der Sri Lankaner bei Yummy Dish Yummy. Das ist der Malupang, übersetzt Fischbrötchen. Schauen wir erstmal, was wir für den Teig benötigen. 550 Gramm Mehl, 100 ml lauwarme Milch, 70 Gramm geschmolzene Butter, 8 Gramm Hefe, 2 Esslöffel Zucker und als letztes 2 Eier. Schauen wir nun, welche Zutaten wir für die Füllung benötigen. 400 Gramm Thunfisch, 1 Teelöffel Currypulver, 1,5 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel schwarzer Pfeffer, gehackter Zimt, Nelken, Kardamom und Knoblauch, 1 Zwiebel, 2 Teelöffel Chiliflocken, 1 Teelöffel Chilipulver, 1,5 Löffel Kurkuma-Pulver, 3 Curryblätter und 1/4 Pandanblatt. Als letztes 2 gekochte Kartoffeln zerkleinert. Lass uns jetzt die Hefe zubereiten. Geben wir erst die lauwarme Milch in eine Tasse. Als nächstes geben wir die 2 Teelöffel Zucker hinzu. Danach geben wir die 8 Gramm Hefe hinzu. Jetzt rühren wir das Ganze gut um, klappen das zu und lassen es 10 Minuten gut blühen. Das ist unsere Hefe nach 10 Minuten gut aufgeblüht und einsatzbereit. Jetzt geben wir die Hefe zum Mehl hinzu. Geben wir nun einen Teil der geschmolzenen Butter hinzu, den Rest geben wir beim Kneten hinzu. Als nächstes geben wir 1,5 Teelöffel Salz hinzu. Dann geben wir nur ein Ei hinzu. Und vermischen das Ganze gut zusammen. Jetzt geben wir 20 ml Milch zu der Mischung hinzu. Gleichzeitig geben wir unser zweites Ei auch hinzu. Und vermischen das Ganze gut zusammen. Wir sind jetzt fertig mit dem Mischen. Wir sehen, wie das Mehl jetzt zusammenklebt. Der Teig ist jetzt ein bisschen klebrig. Das ist aber kein Problem, da wir beim Kneten ein wenig Mehl hinzugeben. Lass uns vor dem Kneten ein wenig Mehl auf das Knetbrett geben. Danach ebenfalls etwas Mehl auf den Teig geben. Wie wir im Video sehen, kneten wir den Teig ca. 15 Minuten lang. Wenn ihr eine Küchenmaschine verwendet, knetet ihr es etwa für 8 Minuten lang. Das ist unser Teig nach 10 Minuten. Er ist bereits sehr weich geworden. Jetzt geben wir nun etwas von der geschmolzenen Butter hinzu und kneten das Ganze weiter. Gut durchkneten, bis sich die Butter mit dem Teig vermischt hat. Nun wieder etwas geschmolzene Butter hinzugeben. Ihr werdet auch jetzt spüren, wie der Teig mehr weicher wird. Wie ich vorhin auch sagte, kneten wir das Ganze gut, bis sich die Butter mit dem Teig sich vermischt. Nun geben wir unsere restliche geschmolzene Butter hinzu. Ihr denkt jetzt vielleicht, dass der Teig zu viel Feuchtigkeit hat.
Mach dir da keine Sorgen und gib auf keinen Fall zusätzliche Mehl hinzu. Durch den Kneten löst sich dieses Problem natürlich. Das ist unser Teig nach 15 Minuten Kneten. Wie man sieht, ist er sehr weich und elastisch. Wie ihr jetzt in dem Video seht, formen wir den weichen Teig zu einer schönen großen Kugel. Geben wir jetzt die Kugel in eine doppelt so große mit Butter bestrichene Schale hinein und bestreichen die Kugel auch mit etwas Butter. Decke nun den Teig mit einem feuchten Küchentuch ab und lass es auf das Doppelte aufgehen. Bis der Teig fertig ist, lass uns die Füllung vorbereiten. Zuerst gebe ich 3 Esslöffel Olivenöl in die Pfanne und lasse das Ganze erhitzen. Wenn das Öl erhitzt ist, gebe ich die Mischung aus dem gehackten Zimt, Kardamom, Nelken und Knoblauch hinzu. Wenn die zugegebene Mischung langsam anfängt zu braten, können wir unsere Zwiebel hinzugeben. Nach ca. 1 Minute temperieren können wir die Curryblätter und den Pandanblatt hinzugeben. Danach geben wir die Chiliflocken hinzu. Nach der Zugabe der Chiliflocken gut mischen und ca. 20 Sekunden weiter temperieren. Geben wir nun unser Currypulver hinzu und unser Kurkuma-Pulver, unser Chili-Pulver, unser Salz. Zum Schluss geben wir noch unser schwarzer Pfeffer hinzu und temperieren das Ganze für circa noch eine Minute weiter. Nun geben wir unser Thunfisch hinzu und vermischen das Ganze. Jetzt können wir unsere Kartoffeln hinzugeben und das Ganze für noch eine Minute circa temperieren. Jetzt sind wir fertig mit der Zubereitung unserer Füllung. Jetzt könnt ihr je nach Geschmack nochmal nachsalzen. Das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen und geben später noch ein wenig Limette hinzu. Die Füllung ist jetzt gut abgekühlt. Jetzt können wir eine halbe Limette auspressen und dazugeben. Somit sind wir dann fertig mit der Zubereitung unserer Füllung. Das ist unser verdoppelter Teig nach einer Stunde. Seht ihr, wie der Teig sich verdoppelt hat? Lasst uns jetzt, wie ihr auf dem Video auch seht, die Luft in dem Teig ablassen. Nehmen wir nun den Teig heraus und teilen wir das Ganze in Portionen. Lasst mich mal zeigen, wie weich unser Teig geworden ist. Er dehnt sich sogar wie ein Luftballon. Lass uns jetzt den Teig zu 60 bis 70 Gramm Portionen portionieren. Lass uns jetzt die Portionen schön rund schleifen. Das sind die Teigkugeln aus 550 Gramm Mehl. Hier sind 15 Stück. Diese decken wir nun mit einem feuchten Küchentuch und lassen es ca. 40 Minuten ruhen. So sehen unsere Kugeln nach 40 Minuten aus. Jetzt können wir mit der Zubereitung unser Fischbrötchen anfangen. Zuerst geben wir wie vorhin etwas Mehl auf unser Knetbrett hinzu. Dann nehmen wir eine Teigkugel
und legen wir es auf den Kopf, wie ihr es jetzt gerade im Video seht. Und halten wir die anderen Teigkugeln mit dem nassen Küchentuch zu. Als nächstes die Teigkugeln flach drücken und runde Scheiben formen. Geben wir nun in die Mitte des Teigs etwas von der Füllung hinzu. Zuerst, wie ihr im Video seht, eine Seite herausziehen und falten. Danach ziehe die andere Seite heraus und falte sie über die andere. Als letztes ziehe die verbliebene Seite heraus und falte und schließe die offene Seite. Wir sind jetzt mit der Zubereitung aller Fischbrötchen fast fertig. Nun bedecken wir das Ganze wieder mit einem feuchten Tuch und lassen es 30 Minuten ruhen. Das sind unsere Fischbrötchen nach 30 Minuten. Jetzt können wir langsam anfangen zu backen. Wie ihr jetzt auch im Video seht, bestreichen wir noch unsere Brötchen mit Eier, bevor wir das Ganze noch backen. Das sind unsere mit Ei gestrichenen Frischbrötchen. Wer möchte, kann jetzt auch gerne Sesamsamen auf die Brötchen hinzugeben. Jetzt sind aber unsere Frischbrötchen fertig zum Backen. Jetzt backen wir die Fischbrötchen für 15 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad. Wir können jetzt sehen, wie schön unsere Brötchen gebacken werden. Unsere Fischbrötchen sind jetzt fertig gebacken. Jetzt können wir die aus dem Ofen rausnehmen. Das sind unsere Fischbrötchen, gebacken bei 180 Grad für 15 Minuten. Wie ihr im Video seht, sind unsere Fischbrötchen von beiden Seiten gut durchgebacken. Lassen wir jetzt die ein bisschen abkühlen. So sehen unsere schönen weiche Fischbrötchen aus, wenn die abgekühlt sind. Wie ihr seht, ist auch das Innere unserer Brötchen sehr weich und fluffig. So ihr Lieben, das sind unsere selbstgemachte Fischbrötchen. Besser als gekauft aus der Bäckerei. Probiert dieses Fischbrötchen-Rezept selber mal aus, kostet es und hinterlasst uns einen Kommentar, wie es war. Hat euch dieses Video gefallen, dann vergisst nicht auf das Gefällt mir-Button zu klicken und uns zu abonnieren. Auf eure Kommentare würden wir auch sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen.